Wir thematisieren ein Thema und zwar gibt es schon wieder Hackervorwürfe. Ja, nein, die Teaming? meinten. Teaming auch? Nein, ich glaube nur das halt Nur mit Hacken, ne? Soft-Aim. Mit Soft-Aim. Ja. Aber so ein ganzer Circle-mäßig, oder nicht? Weiß ich nicht. Digga, ich bin ja da auch nicht da. Woher soll ich das wissen? Ich habe nur das auf Twitter gesehen. Also, Khan hat da irgendwo den, keine Ahnung, wo der den hergezaubert hat, irgend so einen Screenshot gemacht. Und da schreiben die halt über Soft-Aim so. Warte mal, also das heißt, Briefy, der Dings, ne? Der hatte doch schon eh Teaming-Sachen Ja, gemacht damals. das war der bei Shark geteamt hat mit seinem Bruder, glaube ich, ne? Mit, wie hieß der? Brooklyn und Briff, glaube ich, oder? Ja, Stimmt. einer schreibt, ich bin so mad, dass ich jetzt banned bin. Du bist aber auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Du machst auf Account der. Oh, das kann ich auch nicht lesen. Und du musst unbedingt NA East auf deinen zweiten Account testen, ob du mit normalen Settings spielen kannst. Was? Was? Nach einer EU, aber spiele EU normal. Oder ob die das Programm detekten und der Account juckt nicht, aber dass ich zweimal banned wurde, umsonst 9 Stunden meines Lebens verschwendet und 150 Euro. Dieser Hack 30, dann neue. Ich kann das auch nicht entziehen. Neue Egal, schlaf, SSD. Google Pen, du hast. Ja, ich weiß nicht. Und der guckt. Siehst du das? Und der spielt halt auf einen neuen Account zu. Ich spiele auf neuen Account. Und was ist das rechte Bild? Also, das da oben soll anscheinend sagen, dass er mit einem anderen Account oder auch mit seinem Main-Account anderen Server, das heißt NA East, schon Warte, mal. warte. Kann Was? ich sagen? Er sagt. Ja, das mit 9 Stunden Oh. meines Lebens gewastet, meint er, weil er ja erst Level 15 und so spielen muss auf neuen Account und alles machen muss, glaube Strong, ich. Bis strong. der Who bis did der it? auf dem zweiten Account auch Alter, Ditchix, mein Freund. keine Ahnung, so Leuten traue ich es halt zu, dass die das abusen. 5% Ich aller meine, Bros bestehen halt auf die haben Facebook. ja gedingst. Deswegen, ich kann mir das bei denen halt schon vorstellen, so. Das Ding ist, Bro, und Breathy schreibt, und du musst unbedingt NA East auf deinen Zweit-Account testen, ob du da mit normalen Settings spielen kannst. Also so auf den, weißt du, so er hat so diese Hacker-Settings und dann Ja. müssen sie das halt wieder umswitchen. Guck mal, ich sage euch eins, Chat und Jungs, ich möchte nämlich für Transparenz dort irgendwo sorgen Hallo. und einfach, moin, und einfach mal schauen, wohin das Ganze führt, weil was ich übelst, was mich richtig, richtig nervt, ja, ist, wenn Leute unfair spielen. Digga, also das ist halt. Also, nee, das fuckt mich ab. Also ich kann es verstehen wegen des Geldes oder sowas, ne? Dass man dann halt so auf denen dann sich hackt oder sowas. Das kann ich irgendwo verstehen. Aber allein schon rein aus den kompetitiven Gedanken, so was weiß ich, die Jungs rackern sich jeden Tag. Digga, Noah spielt während seinen Schulpausen Kovacs, damit das nicht auffällt, Ja, das ist halt cringe. dass er Guck einen mal, das ist Zen nein, benutzt, das sind so. halt die da Leute, die das benutzen müssen, die sind halt einfach ohne das Scheiße, so, die können Ja, ohne das das nicht meine ich ja. leisten. Und guck Ich mal, kann anders die Jungs, erzählen. warte, die Jungs sind ja auch nicht komplett scheiße, so, weißt du, ich meine, die können ja ein bisschen Ja, was so, ja. und dann, Digga, also warum? Ja, dann bin ich Ich ja kann dran. euch alles erklären, Step by Step, wirklich alles. Aber, Ja, guck, ich okay. erzähl, fang jetzt an. Geh mal in Dietrichs Übertragung rein und Dietrichs macht erstmal Stopp. Briff war der Nummer 1 auf der ganzen Welt mit Arena-Punkten. Ja. Er hatte den Account, er wurde gebannt. Ganz plötzlich, hat niemand bemerkt, dann hat er keinen Stream mehr gemacht. Er war jeden Tag live über 12, 13 Stunden, hat jeden Tag gestreamt, war Nummer 1 Arena-Punkte. Hatte immer 200, 300, 400 Viewer dadurch, weil er so viele Arena-Punkte hatte. Dann wurde der Account gebannt. War ein bisschen sus. Dann geh runter, also geh mal von dem Bild weg. Die wurden 21. Woche 2 Cash gehabt mit einem Creed Easter UK, ein Warte. Timo und ein Ömer. Und weißt du, wer dieser Creed Easter UK ist? Ein Na. Kollege von Brief. Dann habe ich auf Tracker geguckt. Er hat den Cup mit Keyboard gespielt, nicht mit Controller. Und der Junge ist Controller-Spieler. Halt's D Maul. dann, ja, guck weiter. Geh auf den Pfeil nach rechts. Guck mal, die sind nicht mehr im Leaderboard. Woche 2, du kannst auch im Game gucken. Weg sind die. Nicht mehr Woche 2. Und bei Warte, GMP, die haben die den Eintrag noch. zeig nochmal das erste. Ja. Warte, zeig nochmal das erste mit. Dieter! Und mir geht es Warte. eigentlich nur darum, dass die hacken, obwohl ich jeden Tag dieses Spiel momentan spiele während meinen Ferien und dann Leute placen. Ich gönn's denen, ich war ja gut mit denen, aber es geht darum, dass die hacken, weißt du? Ja. Davor waren die sind ja auch gut gewesen, aber wofür musst du hacken, um zu Ja, placen? ja, Darum genau. geht's ja, genau. So, die wurden 21. am 29. Am Ja. 19.7. Das war vor Ja. einem Monat, genau. Okay, so, mit Creed und Timur und Ömer. Das heißt, die Ja. Jungs haben wahrscheinlich eher auf Second Account gespielt. Das Ja. passiert ja auch zurzeit häufiger. Die sind nicht mehr da, aus dem Leaderboard entfernt worden. Ganz Jetzt geht kurz, noch mehr runter. Ömer, wenn du das siehst, also wenn du Na gleich den. am Start wärst, Digga, nach Candy wäre korrekt, Digga. Am Ende kommt der größte Proof von Jackson. Okay, die Ja. Tricks, du musst einmal vorlesen. Ich habe Briffs Account vor circa einem Monat abgekauft bzw. getauscht gegen Sachen in Real Life.
da ich den Account mit den meisten Arena-Points haben wollte. Und der Account wurde vorübergehend deaktiviert, weil ich in GTA ein Mod-Menü benutzt habe und es vergessen habe zu schließen beim Starten vom Fortnite. Und dadurch kam es dazu, dass mein bzw. Briss alter Account vorübergehend deaktiviert wurde. Wer hat das geschrieben? Hat Dings Isa getweetet. Isa. Welcher Isa? Creed Isa, der wahrscheinlich hat mit Ömer, der geplaced hat mit Ömer. Ah, okay. Dieser Account ist von Briff, ein alter Twitter-Account. Hammer. Ich habe sogar Chatverläufe mit dem, habe ich auch geleakt. Und dieser Account war von Riff damals der normale Account, Brooklyn. Weißt du noch, wo er geteamt hat? Da hat er auch so ein Profil mit seinem Cheese-Skin. Das ist der alter Twitter-Account. Und dann habe ich Chatverläufe mit dem gesehen und er folgt mir der Account. Habe ich so gedacht, hä? Und dann, weißt du, was das Dümmste ist? Er verdeckt ja seine Beins. Und weißt du, was die mir sagen? Nein, das ist ein Hacker, den man nicht kennt. Warum verdeckt er denn seine Beins? Weil Brooklyn doch ganz genau weiß, wenn es seine Beins sind, dann wird er ertappt. Mhm. Und weil sonst würde kein No-Name-Hacker seine Beins verdecken und alles verdecken. Der hat alles verdeckt. Er kann seine Beins da lassen. Ich mag Ömer eigentlich sehr, deswegen... Er hatte ja auch nichts gegen die. Deswegen möchte ich natürlich auch, dass er die Chance hat, da zu den Vorwürfen etwas zu sagen, ne? So. Und natürlich sachlich irgendwo immer, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Guck mal, ich kann so anfangen, mit Dönermann-Account habe ich hier abgegeben. Das war mein Account richtig damals. Ich habe den aber nicht mehr benutzt. Ich habe diesen Account an Holy gegeben, ne? Holy hat den benutzt, Holy hat damit gespielt, weil wir bei Proper Customs oder Rematch gebannt waren, konnte einfach damit normal auch spielen und hatte sich keinen Bock auszuloggen und hat auch damit den Cash Cup gespielt. So, fertig. Sag weitere Fragen. Ich antworte alles. Gerade kann. Ja, und dann, Isa meint ja wegen einem GTA-Mod-Menü, mein ganzer... GTA-Mod-Menü, das also geht ehrlich. Man kann nicht wegen einem GTA-Mod-Menü fortsetzen. Meine Freunde hacken doch sogar ein GTA, Bruder, also GTA-Mod-Menü. Ich hab dich eine Stunde ausreden lassen, jetzt rede ich. Ich schwöre auf meine Mutter sogar, wegen einem Mod-Menü, wenn du das in GTA benutzt, okay? Und wenn du das dann einfach normal... anhast, okay? Und damit in Fortnite reingehst, bist du direkt nach 1,5 Minuten weg. Verstehst du? Mhm, okay. Gut, weitere Fragen. Und dann noch was, warum sollte Riff so seinen 50k-Account abgeben, obwohl er damit 500 Subs gemacht hat und davor 10 Subs hatte, jeden Tag gestreamt hat, dadurch Profit gemacht hat. Er hat daily gestreamt mit dem Account, wo er die meisten Arena-Punkte hatte und dann plötzlich abgeben an Isa, verkaufen auch noch an einen guten Kollegen, verkaufen mit Geld, sagt er. Und dann soll der Account gesperrt sein und ihr seid bei Top 21 nicht mehr da in Fortnite. Nicht. Warum ganz plötzlich? Guck mal, ich sag dir es nochmal. Geld ist Geld, verkauft ist verkauft. Er hat den Account an Isa verkauft. Isa hat damit, ja, was ich gesagt habe, mit GTA Mod-Menü, zack, 21. Er wird gesperrt, Placement wird rausgenommen, alles gut. Wenn du denkst jetzt, dass ich oder Briff hacke, Briff hat 15 Stunden eine Aufnahme von den letzten Cash Cups, 34, 77. Ich hab schon was. Er kann dir alles zeigen. Ich hab schon was. Er kann alles zeigen. Ja, nichts gefunden, ne? Doch. Ja, okay, dann sag mal, komm, zeig was. Also ich hab Verdacht auf Warlock bei dir in Lazy Lake. Hab ich immer geguckt, du wusstest immer, wo der Gegner ist, durch Wände und so. Ah, okay, zeig. Das. Na, okay, ich geh in Game. Lass dich starten. Und das ist der Dönermann-Account. Der alte von Ömer angeblich, dann Ömer Achler Alam und dann dieser Briff 11. Auch Briff 09 gibt's auch, es gibt 1000, dann gab's noch den mit 50k oder so, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, welcher ist. Und dann genau da eine Situation Lex, aber selber sass der Clip, könnt ihr selber gucken. Nein, geh mal auch, was ich geschickt habe mit Fly. Oh, ist das auch dein Hacken, wenn ich in einen Busch reinsnipe? Guck mal bitte nach. Bruder, wie kannst du ihn denn sehen, wenn er in einem Busch ist? Küsst doch deine Hand. Nein. Oberpeak, hä? Mann, warum musst du es auch da laggen, Digga? Ja, das ist halt nicht. Das, was am meisten abfragt, Digga. Ja. Man weiß halt nicht, ob der Typ geschossen hat und so. Ja. Weißt du, was ich meine? Guck mal, Jumper war auch auf deren Zirkel. Ja. Oder ist auf dem Zirkel? Wir hatten einen Code, der ist Gamer-Code. Und da war nicht jeder drauf. Ich weiß selber, wer drauf war. Er war richtig aktiv da mit denen am Chillen. Und er wurde auch schon mal gebannt wegen Softdam, was weiß ich. Das weiß ich auch, dass er gebannt wurde. Mhm. Die wurden alle irgendwie gebannt. Ich habe keine Ahnung. Und er... Er meinte sogar, was seid ihr für Lutscher, weil wir haben so gesehen 31er-Move gemacht, weißt du? Wir haben die gesnaked. Klar, deren Zirkelmitglied hat sogar gepostet, was er hat. Falls jemand haben will, kannst gerne reinkommen, Mama. Was der hat für ein Hack. Ich kenne mich gar nicht aus, aber habe ich auch gerade mitbekommen von ein paar Kollegen. Brauchst halt gar nicht sagen, Amad, warum ich mit solchen Leuten chill, obwohl Kahn auch dort gechillt hat, weißt du? Ja, ich habe euch gesnackt, weil ich jetzt mitbekommen habe. Du hast trotzdem gechillt und am Ende... Ja, gechillt. Wusste ich, dass ihr hackt? Nein, wusste ich nicht. Dann hat Phoenix mir den Chat gesagt, ein Tag danach, wo ich die Chats bekommen habe, wo steht, dass Briff eine neue SSD hat, habe ich euch geleakt. Und ich meinte sogar, ist mir egal, ob ich Hate bekomme oder so, weil es darum geht, dass ihr hackt. Und dass niemand schreibt, das mit neuer SSD und so. Und Phoenix hat den Foto mit einem Handy gemacht. Er kann es gar nicht gefaked haben, weil er hat eine Vierergruppe zusammen. Ömer, Holy, Briff und Phoenix.
Ich Silke, Junge, wenn du glaubst, dann glaub an meiner Creme. Ja, ich rufe. Ich habe die letzten 10 Cups aufgenommen. Wenn ihr wollt, guckt. Ja, ihr denkt, Hacker, ich ruf Griff, er soll einfach hier eure Worte zeigen. Fetch ist, man. Geht dann noch auf den Sack, ja. Ich kann beide Seiten extrem gut verstehen, ne? Also gerade so ein 31er-Move macht man eigentlich nicht. In egal welche Richtung, so wenn man denkt, man ist Homies, dann ist man Homies, ne? Und dann steht man zu natürlich jetzt trotzdem nicht fit. In dick und dünn. Wenn es jetzt aber darum geht, gerade was das ganze Thema Hacken angeht und so, stell dir mal vor, okay, ich gebe euch ein gutes Beispiel. So, Erling Haaland. So, du bist Haaland, du spielst bei Dortmund und du kriegst mit, wie deine Kollegen irgendwie beim Training, ihr seid jeden Tag zusammen, etc. Ne? Ihr lacht zusammen, ihr weint zusammen, alles. So, und ihr kriegt mit, dass eure Kollegen irgendwie dopen. Und die werden kontrolliert und die wissen, wie sie dieses Doping umgehen, also diese Dopingkontrolle umgehen können. So, und sie dopen weiter. Und plötzlich überholen dich so Leute, weil ja, sie werden halt nicht erwischt und sie können halt ganz entspannt dopen. Und dann wirst du natürlich sauer und denkst dir so, hey, ich trainiere jeden Tag irgendwie meine 8 Stunden oder 10 Stunden, ich achte auf meine Ernährung, whatever, ich lasse alles Mögliche sausen und Leute, die irgendwie einfach sich ein Programm kaufen, herunterladen, das System umgehen, machen dadurch mehr als ich. Ich kann beide Seiten verstehen, hundertprozentig. Haaland ist vielleicht ein bisschen lost, weil Haaland ist eh krank so, ja, aber ich meine jetzt so Leute, die so aufsteigend sind. Also insgesamt, guck mal Bro, ich sag dir so, wie es ist. Deswegen zum Beispiel, wenn ich die ja auch im Leaderboard sehe oder sowas, ne, Breathy oder Toxic oder sonst wen, erwähne ich ja nicht großartig viel was, weil das, ich hasse sowas, ich verachte sowas ganz, ganz doll. So Teamen, Hacken, Soft-Aim, alles mögliche, ich hasse sowas. Jeder hat mal so auf Lachkick irgendwie mit Kollegen vielleicht mal gesagt, ey, wo bist du gerade oder so, ne? Okay, kein Problem, ne, das ist ja kein Ding. Oder mal eine Runde oder sowas, auf Lachkick. So, weißt du, man ist gerade so witzig oder sowas. Das ist doch gar kein Ding. Jeder wollte schon mal irgendwie versuchen, Soft-Aim auszuprobieren oder hacken oder sowas. Das wollte jeder mal ausprobieren. Aber wenn es darum geht, um eine Competition, das ist, Jungs, ihr dürft nicht vergessen, so dumm wie das klingt, das hier ist die Champions League. FNCS, Trio Cash Cup, Solo Cash Cup, das ist Champions League wie im Fußball. Es geht nicht besser. So. Und klar, dann können noch World Cup kommen, etc. Aber wenn sie jetzt cheaten, egal ob die Vorwürfe gerade richtig sind oder nicht richtig sind, wenn sie jetzt hacken und nicht detected werden, wer sagt denn, dass sie nicht auch sich zum Beispiel qualifizieren können für einen World Cup oder für einen europäischen Cup oder sonstiges? Oder ich lade die sogar zu meinen Turnieren ein oder andere Turniere. Das würde ich einfach sehr, sehr schade finden, weil das hat einfach nichts mit Competition dann zu tun. Es hat noch es eine Sache. Ich sag mal jetzt so, ihr habt keine handfeste Beweise, dass wir usen. Wenn ihr denkt, wir usen, Briff hat alles aufgenommen von den letzten Cash Cups. Er kann alles zeigen, wo wir 34er geplaced haben. Soll er alles auf YouTube stellen? Alles. Alles klar, willst du noch was haben? Ja, soll er alles auf YouTube stellen, hat er. Machen wir. Ja, okay, jetzt noch eine Frage. Nein, Bruder, wir spielen tatsächlich mit Debs und Debs wurde auch gebannt. Warum hast du gesagt, du spielst mit Dior? Schreib mir eine. Guck, ich sag dir jetzt genau, Bruder, Kante. Du krasser F***er, Bruder. Wir haben mit Debs gespielt, Debs wurde gebannt, weil, keine Ahnung, irgendjemand aus einem Circle, die Snitches haben ihm eine E-Mail geschickt. Und er wurde gebannt und Debs hat nichts geused, aber er wurde halt wegen mäßig Bannumgehung gebannt, Bannumgehung oder so gebannt und deswegen können wir auch FNCS dieses Jahr FNCS nicht mehr spielen. Ja. Okay. Aber lass es lieber nicht auf YouTube. Lass mal kurz Griff bitte ranholen und Griff soll das mal ganz kurz zeigen, bitte. Nein, er soll das irgendwo hochladen. Ich kann dem Ganzen nicht so trauen. Ich kann euch trauen, so, weil ich weiß, ihr würdet hier nicht irgendwas droppen. Aber ich kann ihn einfach nicht trauen. Auch nicht, nein, Bro, ey, ich sag dir so, wie es ist. Ich hab mit dem einmal gesprochen oder so. Das war's. Ne? Also, keine Ahnung. Ich weiß immer, ne, du begegnest mir mit Respekt, ich begegne dir mit Respekt, weißt du? So, alles ist cool. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, so, ne? Und deswegen, bin ich ganz entspannt. Aber wenn hier irgendwelche anderen Leute reinkommen, nichts gegen die. Aber da habe ich die Kontrolle nicht mehr darüber. Unter dem Dings wird man anbannt. Das soll ein Spoofer sein, wie das ist, aber damit soll man anbannt werden mit diesem Ding und das soll sein neuer Account sein, mit dem er jetzt spielt. Von irgendjemandem. Hey YouTube, falls ihr noch nicht wisst, wie man hackt, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Schreibt, Bruder, komm mal Discord kurz, glaube es wird Zeit zu usen, Sachen für dich. Komm. Kahn, sein bester Freund, der die ganze Zeit versucht, Leute hier zu exposen, weil... Oh. Ja, aber kann wir den auch gleich verkaufen? Weil Phoenix so fair spielt, Digga. Bruder, hat er nicht views, Bruder, ich sag... Ich könnte doch auf einen zweiten Account oder dritten Account posten oder ich kann den Mamsen morgen oder übermorgen... Hallo. Hey, guck mal, der Chat von Amma denkt jetzt immer noch, dass wir da komplett reingeckt haben. Guck mal, Chat, noch mal, okay? Du hast immer noch keinen hundertprozentigen Proof, wo du das beweisen kannst, dass du nicht gehackt hast. Komm, Bruder, ich rede gerade. Guck mal, Isa, ich sag's noch mal.
wegen einem Mod-Menü von GTA. Nein, wenn du okay. das anlässt, okay? Und sollen wir versuchen, ich mal das jetzt ein Mod-Menü wollen wir versuchen? Ich riskier's. Wollen wir machen? Ich hab sogar Earnings vorgestern geholt in NA. Mach. Okay, schick mir einen Link zum GTA Mod-Menü. Discord, jetzt schick mir eins. Ich hab doch keine Ahnung von Hex. Was fragst du mich? GTA. Ömer ist so ein Süßling, deswegen, ich muss auch immer lachen bei ihm und so. Bei Ömer kann ich mir vorstellen, er hat mal so auf Lachflash oder so in der AIDS oder in Creative oder sowas, hat er das mal benutzt, wird das aber niemals zugeben. Ist ja auch irgendwo, weiß ich nicht, wenn er das bei Kollegen benutzt hat, dann ist es so, man hat es nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein FNCS oder einen Cash Cup oder sonstiges damit spielt. Das kann ich mir geschworen. Das kann ich mir niemals vorstellen. Also Lütter, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Was mit den anderen ist, da haben wir ja schon einige Sachen mitbekommen, keine Ahnung, sei es Toxic oder sei es Brooklyn oder sei es irgendwie Ocean, die ja geteamt haben. Das ist ja nicht so fernab, dass die dann irgendwelche anderen Sachen machen oder auch benutzen oder auch kann sein, ja auch verkaufen. Ne? Dann sieht man das als Geschäftsmodell, wenn man sieht, okay, das funktioniert, warum soll ich das nicht auch noch verkaufen? Ömer hat geschworen, ja, dass Jungs... So oder so, man kann, also ich will ja nichts unterstellen und ich möchte dir auch nicht zu nahe treten immer, aber ich habe in meinem Leben ganz viele Menschen schon schwören hören und am Ende des Tages war es einfach eine Lüge. Ich kann verstehen, dass ihr dann so kein 31er macht und den dann offenlegt. Wenn ihr euch irgendwann streiten solltet, dann legt ihr das offen, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das kann auch in den nächsten Monaten mal passieren. Deswegen freue ich mich einfach auf die nächsten Monate, weil da wird es auf jeden Fall herauskommen. Jetzt hat Candy den ersten Schritt gemacht mit den Jungs. Und irgendwann streitet ihr euch, hoffentlich natürlich nicht, aber irgendwann streitet ihr euch, es wird dazu kommen, es wird einen Streitpunkt geben, spätestens wenn einer irgendwie den anderen nicht auszahlt oder so und bam, dann ist es offengelegt und dann sitzen wir hier wieder alle gemeinsam und werden uns das nochmal alles reinziehen. Ja, genau darauf habe ich Bock. Hammer. Ja. Guck mal, aus dem Nichts gerade, ich weiß nicht, ob Epic Games so krassen Kontakt jetzt in deinem Stream sogar drin ist, dass ihn einfach so wegbannen, Hammer. Weißt du, ich meine einfach jetzt so ganz gut. Okay, guck mal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber du hast mal hier, man sieht Epic Games ja natürlich in deinem Stream so. Okay. Er wurde ohne Grund einfach so gebannt. Ohne Grund? Ja. Jetzt gerade. Ja. Ja. Brev. Digga, er war einfach. Das ist wie bei Noah, wo Noah gesagt hat. Ich schwöre, du redest über Noah. Noah ist weg. Wir reden über Namen, die sind weg. Wie geht das? Einmal zu dem Family, Noirini Markus. Ich liebe euch doch, ey, alles gut. Also, wenn ihr Defix bannen könntet, das ist jetzt. Warte, bei Dietrix habe ich auch gesehen. Ja, bei Dietrix habe ich auch. Sehr offen. Also an alle Streamsniper. Einfach in eine Ecke reinstecken. An alle Streamsniper. Streamsnipe mich nicht, okay? Digga, ich brauche auch so Epic Games Kontakt, Digga, dann wird da keiner mehr Stream snipen. In Tweet. Ja. Ja, oh mein Gott, ja, das ist so smart. Das hat mir gerade jemand geschrieben. Brief beschuldigt, es gibt Proof, beziehungsweise hat der einen Account verkauft. Das ist ja auch verboten, deswegen kann er auch gebannt werden. Das ist der Punkt. Die haben einen anderen Account. Letchis Account wurde sogar gesperrt, so. Ja. Weil sie Account-Sharing-mäßig gemacht haben. Oder halt, weil er angeblich einen anderen Account haben sollte. Deswegen durfte er auch nicht spielen auf seinen Main-Account. Und deswegen hat er ja auch einen anderen Account. Wow. Nein. Und das ist eigentlich das größte Problem. Dadurch, dass der Account geteilt war oder gekauft war oder sonstiges, wird man so oder so gebannt. Und das Problem ist an der ganzen Geschichte eigentlich, dass ihr das öffentlich zugegeben habt. Okay. Das ist eigentlich das Problem. Am Ende wird, selbst wenn er nicht für Hacking gebannt wird, weißt du? Und wir regeln das alles und er hat nie gehackt und ich würde mich sogar öffentlich entschuldigen. Natürlich. Ja, ja. Selbst wenn ich mit der ganzen Sache nichts viel zu tun habe, aber ich verbreite das ja auch irgendwo gerade, ne? Also ist ja auch logisch. Und dann würde ich mich auch natürlich wie ein Mann entschuldigen. Und dann würde ich auch wie ein Mann auch eine Entschädigung mitgeben. Aber wenn du spät oder morgen die Wots anguckst, ne? Ja. Er macht noch auf Net, tappt er ab, also bevor er raustappt, macht er Blackscreen und dann tappt er wieder rein, dass er genau in diese Wot drin ist, weißt du, dass du. Ich weiß jetzt nicht, wie du gucken willst, vielleicht OnStream oder vielleicht YouTube-Video, ich weiß jetzt nicht, wie du es machst, dass er nur immer in diese Wot ist, also wird diesem Stream kein Problem sein mit, also wenn du bei irgendwas Angst hast, so, weißt du? Ja, die Mods werden das einmal vorher checken. Ja, okay, genau, ja.